Hallo und herzlich willkommen zu Das Glückskind. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Freizeitglück-Video. Ja, bei Freizeitglück nehmen wir euch mit durch unsere Freizeit und das Glück, was wir dort erleben. Und dieses Mal waren wir in einem Freizeitpark, der kein typischer Freizeitpark ist, sondern ein sehr, sehr besonderer Freizeitpark. Ein sehr familiärer Freizeitpark, ohne dass es so laut ist und so voll, sondern es ist einfach sehr besonders und sehr viel Kindheitserinnerungen aus meiner Kindheit steckt dort immer noch im Park. Deshalb schaut euch gerne das Video an. Ich freue mich über euer Herzchen, falls euch das Format gefällt und das Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Das Glückskind. Weil wir gerne Eltern sind. Im Freizeitpark Ziegenhagen war ich bereits als Kind. Das müsste nun ca. 30 Jahre zurücklegen. Und manchmal fühlt es sich auch heute noch so wie damals an. Du, dieses Leben lacht wie damals, auch wenn wir weitergehen. Die Momente neu erleben und manchmal rückwärts sehen. Wir vergeben, wir vergessen. Lass uns fliegen mit dem Wind und unsere Augen währenddessen offen halten. Der Freizeitpark Ziegenhagen befindet sich bei Witzenhausen zwischen Kassel und Göttingen, ziemlich mittig in Deutschland. Für mich ist dieser Park eine Kindheitserinnerung voller schöner Momente, Lachen, Freude und Leichtigkeit, bunt, musikalisch und märchenhaft. Der privat geführte Freizeitpark stand bereits mehrere Male vor dem Aus und wurde vor wenigen Jahren sogar komplett geschlossen. Doch dann kamen endlich Christoph und Verena Nadermann, die den Park übernahmen und Stück für Stück mit viel Liebe wieder herrichteten, einige Attraktionen reparierten und ersetzten. An vielen Ecken beginnen nun die ersten frühlingshaften Blumen in den liebevoll gestalteten Beeten zu blühen und die Nostalgie von vor 30 Jahren haben sie ebenfalls erhalten. Genau das macht den Park so besonders. Alte Kindheitserinnerungen dank der original handbetriebenen Fahrgeschäfte von damals, aber dennoch verbunden mit Innovation. Dieser Park ist nicht zu vergleichen mit üblichen, extrem lauten und großen Freizeitparks. In Ziegenhagen ist es besonders. Übersichtlich, familiär und echt. Im Park gibt es verschiedene elektrische Fahrgeräte für jedes Alter, wie zum Beispiel den Mond, in dem man sich selbst entscheiden kann, wie schnell er sich drehen soll und in welche Richtung. Ich hab's geliebt als Kind und Johann auch. Es war das gestern, als der Schaukel mir die Freiheit gab, mich zu fühlen, als ob ich echte Flügel hab. Es war das gestern, im Mond sein Liedchen sang, das hört sich auch heute so wie damals an. Es gibt auch das fliegende Boot. Immer wieder ein Kick, wenn's Klick macht. Nass wird man dabei nicht. Dieses Leben lacht wie damals, auch wenn wir weitergehen. Die Momente neu erleben und manchmal rückwärts sehen. Wir vergeben, wir vergessen. Ein Stückchen weiter gibt es die ferngesteuerten Boote, welche man von außen mit einem großen Lenkrad steuern kann. Neben diesen Fahrgeschäften gibt es auch viele Möglichkeiten, um sich aktiv selbst zu bewegen oder zu gruseln, wenn man zum Beispiel durch den Gruselkeller geht. Bewegung haben die Kids auch beim Klettern auf der neuen Kletterburg, beim Hüpfen auf dem Trampolin oder beim Tanzen mit den neuen Maskottchen Sir Henry von Hagen und Frieda Feuerbacke. Kleine Pause an dieser Stelle. Wenn euch das Video bisher gefällt, dann freue ich mich sehr über ein Herzchen. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euer Freizeitglück ist, was ihr als Familie gerne macht. Vielleicht ist ja auch was für uns dabei. Weiter geht's!
Und mit etwas Glück ist auch Matti, der Liedermacher, mit seiner Gitarre zu Besuch. Ich zähle jetzt einmal bis 7 und dann wird laut geschrien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achterbahn, ich fahr so gerne mit der Achterbahn. Den ganzen Tag Achterbahn, ich fahr so gerne mit der Achterbahn. Den ganzen Tag. Ohne Essen, ohne mich. Natürlich gibt's auch Essen. Das renovierte Restaurant wurde in eine Themenwelt eingebettet und als Hexenküche gestaltet. Hier könnt ihr nach Herzenslust Hunger und Durst stillen. Keine Angst, die Speisen und Getränke sind natürlich nicht verhext. Sehr besonders und fast wie damals sind auch die Showkästen mit den beweglichen Tieren. Nur ein Knopfdruck und die Show geht los und ich fühle mich wie damals mit 5. Neu im Park ist auch der Wasserspielplatz, wo die Kinder selbst pumpen können und dann entscheiden, wo auf der Bahn mit Hilfe von Klötzen, die als Staudamm dienen, das Wasser steigen soll. Und das macht auch dem Papa Spaß. Außerdem gibt es tolle Teppichrutschen, ein Labyrinth, eine kleine Eisenbahn und vieles mehr zu entdecken und erleben. Wer einen Blick für liebevolle, nostalgische Details hat, wird diesen Park lieben. So wie wir. Dieses Leben lacht wie damals, auch wenn wir weitergehen, die Momente neu erleben und manchmal rückwärts sehen. Wir vergeben, wir vergessen, lass es leben mit dem Wind, unser Arm werden dessen offen halten und genießen wie als Kind. Ihr Lieben, das war unser Freizeitclip. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Herzchen und schreibt mir in die Kommentare, was euer Freizeitclip ist. Vielleicht ist da ja auch was für uns als Familie dabei. Ja, ich freue mich sehr von euch zu lesen, egal ob auf Insta, Facebook oder auf YouTube. Ist hier auch nochmal für euch eingeblendet, wo es uns gibt. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und viel Freude. Bis bald! Aber nicht noch mal. Einmal rein. Das Glückskind. Weil wir gerne Eltern sind.